Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei Bildungswerk live. Mein Name ist Claudia Klären aus dem Beratungszentrum in Trier und heute haben wir nochmal Petra Hutera zu Gast. Sie wird uns nochmal ein tolles Programm bieten. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen. Hallo liebe Claudia, hallo liebe Teilnehmer. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind in der Nach-Faschingszeit angekommen, für viele und auch eine spannende Zeit. Also das ganze Getrubel ist jetzt mal hinter uns. Es ist meistens eine Zeit, wo es wieder ein bisschen ruhiger wird. Ne? Nach Weihnachten hat man erst mal so ein kleines Loch, wo es ruhiger ist Anfang Januar. Dann kommt die Faschingszeit. Und jetzt sind wir in der Fastenzeit angekommen. Ganz interessant. Ja, Claudia, fastest du oder machst du irgendwas anders nach Fasching? Oder? Ich habe mir vorgenommen, keinen Alkohol zu trinken, zumindest bis die Woche vor Ostern und esse keine Knappereien, also keine Chips, Erdnüsse und so weiter. Mal schauen. Ja, cool. Ja, so geht es eigentlich den meisten, dass sie auch auf bestimmte Sachen verzichten. Also gar nicht, die meisten, die ich kenne, sind jetzt nicht so die Mega-Fasten-Leute, die so auf alles verzichten. Aber es sind ganz viele dabei, die tatsächlich auf den Alkohol mal verzichten. Die meisten trinken ja nicht so die Massen an Alkohol, aber auch das kleine Gläschen so am Wochenende darf dann jetzt im Moment auch mal darauf verzichtet werden. Bei mir ist es auch so, dass ich auf die Knappereien verzichten möchte und auch so Süßigkeiten. Bei mir sind es ja die Gummibärchen, die so ein bisschen locken. Genau. Und ja, also ich habe mir auch bis Ostern mal gegeben. Kurz vor Ostern bin ich dann auch nochmal auf einem Event, da wird es dann auch nochmal schwierig. Aber ja, genau, so ist der Plan. Vielleicht trinke ich am Abiball von meiner Tochter nochmal ein Gläschen Sekt. Schauen wir mal. Aber es gibt ja mittlerweile auch richtig gute Alternativen. Was ich mir vorgenommen habe, ist auch mal bewusst auf Zucker zu verzichten. Und da gibt es wirklich viele bei mir im Bekanntenkreis, so bei den Sportlern, die das seit Jahren auch schon machen. Ganz bewusst Zucker vermeiden und Produkte kaufen, wo weniger Zucker drin ist. Ja, was habe ich heute mit euch vor? Also wir starten ja, wir sind jetzt am zweiten Tag der Fastenzeit. Und manche sind doch sehr streng auch in ihrer Fastenzeit, verzichten auf mehr. Und gerade diese Umstellung, da muss man dem Körper auch ein bisschen Zeit geben. Und vor allem ist es wichtig, dass man vielleicht auch nicht auf zu viele Sachen gleichzeitig verzichtet. Denn je mehr du bei deinem Alltag entbehren musst, desto mehr leidet auch die Lebensqualität. Also ist es ganz gut, wenn du nicht zu viele Sachen gleichzeitig aus deiner Tagesroutine streichst. Fang mit kleinen Sachen an, so wie Süßigkeiten oder vielleicht das Gläschen Alkohol am Wochenende, dass du das weglässt. Denn wenn du zu viele Sachen weglässt, die du gerne machst, dann ist die Gefahr, dass du das Ganze auch mal komplett kippst, den Plan, ist doch sehr viel höher. Ja, also ich habe auch noch den Tipp, wenn es wirklich dann doch mal passiert, dass man schwach wird, kipp nicht deinen ganzen Plan. Es ist gar nicht schlimm, wenn du dann auch mal ausnahmsweise irgendwo aus der Situation raus dann nicht widerstehen kannst. Das heißt ja nicht, dass du dann den Rest der Zeit dann auch wieder komplett kippst, sondern zieh dann direkt den Rest deiner Fastenzeit vielleicht doch durch. Die Gymnastik, die ich euch heute anbiete, ist ganz bewusst nicht richtig heftig und mit hohem Puls und so, weil gerade am Anfang der Fastenzeit, wenn man ein bisschen was entbehren muss, braucht man ein bisschen Stabilität auch für den Kreislauf. Ich rate euch auch davon ab, jetzt in den ersten Tagen, wenn ihr richtig heftig fastet, dann Extremsport zu machen oder richtig den Puls nach oben zu schruppen, weil dein Körper sich erstmal daran gewöhnen muss, dass weniger kommt, dass du weniger Energie vielleicht zu dir nimmst. Und ja, pass deinen Körper langsam dran an. Und wenn du merkst, dir geht's gut, wenn du das langsam steigerst, dann mach das so. Genau, fang langsam an. Und wir machen heute ganz viel Bewegungssachen, also im Fluss. Wir bewegen uns fließend
Und ich habe euch schon gesagt, ihr braucht einen Tennisball. Wir gehen nachher an die Matte und machen auch an der Matte ein paar Sachen. Also wir werden mit dem Tennisball noch ein bisschen unsere Faszien bearbeiten. Und ja, lasst euch überraschen. Legt schon mal den Tennisball parat. Wir fangen im Stand an. Du darfst gerne deine Schuhe ausziehen. Und genau, dann starten wir. Sehr gut. Trink gerne noch mal einen Schluck vorher und auch zwischendurch gerne einen Schluck Wasser trinken am besten oder auch Tee. Genau. Okay. Der Tennisball liegt schon an der Seite. Auch so, dass du gut stehst. Also ich ziehe noch meine Socken aus. Genau. Weiterstand. Die Fußspitzen ganz leicht nach außen. Langer Rücken. Und mit der nächsten Ausatmung zieh die Bauchdecke nach innen. Und komm mal von einer Seite langsam zur anderen. Schieb dich mal hin und her. Arme erstmal in der Seite lassen. Und schau mal. Heb mal die Ferse an, bevor du dich in die Seite abstellst. Schieb dich mal hin und her. Oberkörper bleibt im Moment noch aufgerichtet. Langer Rücken. Hab das Gefühl, zieht dich jemand am Kopf nach oben. Mach dich ganz lang. Sehr gut. Schieb dich hin und her. Und lass dann deinen Oberkörper ein bisschen mitpendeln. Die Arme locker, biegt dich so ein bisschen in die Seite. Und die Arme noch mehr mit. Das dient jetzt ein bisschen darum, die Muskeln vorzubereiten. Deinen Körper vorzubereiten auf die Bewegung. Komm mal mit dem Oberkörper etwas nach vorne. Zeig dir von der Seite. Etwas nach vorne verlagern, dein Körperschwerpunkt, dein Bauch bleibt fest. Dein Rücken bleibt lang. Erstmal locker die Arme noch hängen lassen. Tief atmen. Und dann schiebt man die Hand nach vorne, diagonal. Dass die Schulter auch ein bisschen nach innen rotiert. Spür die Kraft. Heb gern die Fersen weiter mit an, bevor du dich auf den Fuß abstellst. Bleib lang im Rücken. Und richte dich wieder auf. Rotier mal die Schulter nach hinten. Langsam wieder nach vorne mit dem Oberkörper, Bauch wieder fest und schieb wieder die Hand diagonal nach vorne. Lass die Bewegung fließen, es gibt nirgends einen Stillstand. Schieb dich hin und her. Richte dich dann langsam wieder auf, lass die Schulter zurückrotieren. Dein Oberkörper ist ganz elastisch. Lass ihn so ein bisschen hin und her biegen. Bieg dich hin und her und richte dich dann langsam wieder auf. Bleib stabil im Oberkörper. Beug dann mal rechte Knie, Arm zur Seite und zieh auch mal hier die schöne lange in die Seite. Stell dir vor, dreh ruhig dein linkes Fuß nach vorne, dann hast du mehr Halt
Du wolltest mit der Hand hier irgendwas aus dem Regal holen. So sieht es zumindest im Moment aus bei euch auf dem Bild. Genau, zieh dich in die Länge. Sehr gut. Halte hier. Senk mal deinen Arm ab, den anderen Arm nach oben. Komm hier gerne noch etwas tiefer. Schau der Hand nach oben. Ganz bewusst den Ellenbogen nicht ablegen, sondern halte hier für die Kraft hier in der Seite und im Standbein. Die Schlange nach oben. Lang gestreckt. Noch einen Atemzug hier bleiben. Dann richte dich auf. Lang. Noch länger. Dein Bein bleibt gebeugt vorne. Und jetzt senk hinten den Arm ab. Bring den Arm nach oben, streck dich lang. Halte einen Moment. Zieh dich noch länger nach oben. Dein Bauch bleibt fest. Und dann komm wieder gerade und streck vorne mal dein Bein durch. Zieh dich jetzt noch länger nach vorne. Sehr gut. Halte noch einen Moment. Einen tiefen Atemzug lang hier bleiben. Und dann bring wieder die Hand nach vorne tief. Den anderen Arm nach oben. Streck dich lang. Zieh die Hand hier zur Decke. Steh stabil. Atme tief ein. Sehr gut. Und dann komm wieder nach oben. Stell die Füße mal beide nach vorne, bring die Arme nach vorne tief und folge deinen Armen nach vorne, lass den Oberkörper nach vorne tief. Bleib einen Moment hier. Bring mal die Hände jeweils ans Bein, Richtung Sprunggelenk oder Schienbein. Lass dich nach vorne hängen. Beug die Knie, bring die Hände wieder zur Mitte und komm langsam über die Mitte, Wirbel für Wirbel nach oben. Knie bleiben gebeugt. Bring die Arme nach oben, atme tief ein und neig dich in die Seite. Komm zur Mitte zurück, neig dich in die Seite. Komm zur Mitte, ausatmen, in die Seite neigen, einatmen, zur Mitte kommen. Einmal mehr jede Seite. Im Fluss in der Atmung bleiben. Und komm wieder hier an. Streck dein rechtes Bein, den linken Arm bringst du zur Seite. Zieh dich lang. Versuch wieder hier von der Seite irgendwas zu greifen, was bei dir vielleicht im Zimmer, im Regal steht. Streck dich lang. Das darf eine Linie sein, das Bein und der Oberkörper. Beugt dein Knie. Fußspitze zeigt gleich zur Seite. Zieh dich lang, jawohl.
Bring den Arm langsam nach unten, den anderen Arm nach oben. Zieh dich noch länger in die Seite. Schau der Hand nach. Spannung im Bauch. Halte noch hier für einen Atemzug. Dann richte dich wieder auf. Arm tief, der andere Arm kommt nach oben. Komm noch etwas tiefer. Spür hier die Dehnung. Spür die Kraft. Zieh dich lang. Atme tief ein. Und wieder Ausatmung. Streck das Bein. Und hol die Arme wieder ungefähr auf Schulterhöhe. Zieh dich nochmal in die Länge. Sehr gut. Diese sanften Bewegungen, diese Haltearbeit unterstützt deine Bemühungen im Passen perfekt, was die Muskeln einfach ernährt und die Durchblutung fördert, den Kreislauf in Schwung bringt, den Stoffwechsel in Schwung bringt und dir hilft es, Überflüssige einfach loszuwerden, weil es im Fluss ist. Genau. Arm tief, anderen Arm nach oben. Schau der Hand wieder nach. Streck dich nach oben lang. Halte hier noch für einen Moment. Streck dich nach oben. Atme tief ein und aus. Und komm wieder nach oben. Senk den Arm ab. Und komm hier nochmal in die Dehnung. Streck dich nach oben. Spür die Dehnung. Atme tief ein und aus. Und komm langsam wieder auf Schulterhöhe. Beug die Knie, Hände auf die Oberschenkel. Komm langsam Wirbel für Wirbel nach vorne tief. Streck die Beine. Bring die Hände seitlich an die Beine. Ans Schienbein oder ans Sprunggelenk. Bleib hier für einen Moment. Komm jetzt mal mit der rechten Hand in Richtung linkes Bein. Und bring den linken Arm nach oben. Halte hier. Spür die Dehnung, spür die Kraft. Noch einen tiefen Atemzug. Und dann komm langsam mit der Hand tief. Bring wieder den rechten Arm zurück. Bleib noch einen Moment hier. Und komm dann mit der linken Hand zum rechten Fuß. Ans Schienbein oder ans Sprunggelenk. Und wieder den rechten Arm nach oben. Halte hier, spür die Kraft, spür die Dehnung, vielleicht wackelt es auch ein bisschen. Versuch zu halten. Dreh die Schulterstöhne nach oben auf, schau der Hand nach. Noch einen Atemzug lang hier bleiben. Und dann komm langsam tief.
Bring die Hände wieder jeweils ans richtige Bein. Beug die Knie. Stell die Füße näher zusammen. Komm mal eine tiefe Kniebeuge. Schau mal, ob du hier unten sitzen kannst. Hände nach vorne. Schön aufdehnen. Bleib mal einen Moment hier. Schieb, wenn du möchtest, mit den Ellenbogen die Knie noch ein bisschen zur Seite. Atme tief ein und aus. Und dann bring die Hände an den Boden, streck die Beine einmal komplett durch und dreh dich dann mal über den rechten Fuß. Bleib tief, beide Beine bleiben gestreckt. Fußspitzen drehst du nach vorne. Und dann beug mal vorne das Knie. Das linke Bein wieder ein Stück nach hinten rutschen. Setz dein Knie ab. Bring die Arme nach oben. Streck dich lang. Und senk wieder ab. Lass dein Knie wieder vom Boden wegkommen. Setz die linke Hand neben das rechte Bein und bring deinen rechten Arm nach oben. Komm langsam wieder tief. Und stell mal deinen Fuß jetzt zurück zum anderen Fuß, sodass du hier in der Liegestützposition bist, beziehungsweise kannst du auch gerne, ich komme an die Matte und ich werde das nicht, die Knie nach unten absetzen. Entweder hier bleiben oder deine Knie absetzen. Klapp mal die Füße um, komm mal nach hinten auf die Ferse, streck die Arme ganz lang. Roll dich langsam Wirbel für Wirbel wieder nach vorne. Und dann stellst du den linken Fuß nach vorne. Bleib hier oder komm wieder von der Matte weg. Setz die rechte Hand neben den linken Fuß und bring den linken Arm nach oben. Halte hier. Schau der Hand nach. Bring die Hand wieder tief. Setz dein Knie ab. Und richte dich einmal hier auf. Setz die Hand wieder an den Boden ab. Setz dein Fuß wieder nach vorne. Diesmal ganz nah zusammen. Setz die Hände auf den Oberschenkel ab. Streck deinen Rücken hier lang. Schulterblätter nach hinten oben ziehen. Füße sind ungefähr hüftschmal. Du schaust so 10 cm vor den Füßen auf den Boden. Dann ist auch der Nacken lang. Dann runde dich. Löst die Hände vom Oberschenkel und roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Komm langsam oben an. Atme tief ein. Streck dich lang und atme aus. Gut. Einmal die Bauchspannung lösen, kurz locker lassen. Wir gehen jetzt an die Matte. Du darfst aber gern zwischendurch einen Schluck trinken. Immer ganz wichtig. Trink was. Beim Fasten viel Tee trinken. Und dann kommst du auf die Matte und zwar in einen Fersensitz als Pose von der Position des Kindes.
aus dem Yoga, also ganz nach hinten an deiner Matte. Die Fußspitzen sind zusammen, die Knie etwas auseinander. Und dann leg dich nach hinten ab, Arme nach vorne lang. Leg dich zwischen die Beine rein. Stirn ablegen, Arme lang strecken. Atme hier mal tief ein und aus. Atme tief ein und wieder ausatmen. Rollst du dich wie eine Welle nach vorne. Gib erst das Kreuzbein an und roll dann ganz rund nach vorne, bis du über den Händen angekommen bist. Und dann schieb gerade wieder nach hinten. Roll dich nach vorne, so rund wie es geht. Und schieb wieder nach hinten. Kreuzt ganz rund nach vorne. Streck dich hier einmal lang und komm wieder nach hinten. Achtung, wenn ihr das nächste Mal nach vorne schieben, hebt die Unterschenkel mit an. Wenn du vorne angekommen bist, leg die Beine auf die Matte ab, bleib einen Moment hier, Bauchspannung. Du lässt dich hier nicht durchsacken, sondern bist hier quasi minimal gebeugt in der Hüfte. Und beim nach hinten gehen, klappst du alles wieder zusammen. Roll dich so rund, wie es geht, nach vorne. Klapp die Beine an. Und dann aus. Schieb gerade nach hinten, klapp alles wieder ein. Roll dich rund nach vorne. Und komm wieder zurück. Ein letztes Mal. Roll dich rund nach vorne. Lass die Beine hier liegen und beug minimal die Ellbogen. Ganz nah an den Körper. Und schieb wieder nach oben. Komm klein tief. Und schieb dich wieder nach oben. Körperspannung, Bauchspannung. Kleine tief. Und hoch. Zweimal mehr. Ganz eng am Körper. Und beim nächsten Mal darfst du dich ganz vorsichtig erst am Brustbein an die Matte ablegen. Hände bleiben hier an der Seite, die Beine kannst du etwas näher zusammenlegen. Einmal den Kopf ablegen, für einen Moment die Bauchspannung lösen. Tief atmen. Atme tief ein. Und mit der nächsten Ausatmung ziehst du die Bauchdecke nach innen, das heißt zwischen Bauchnabel und Matte, entsteht ein kleines Luftloch. Die Hände sind hier seitlich. Atme ein. Und mit der Ausatmung hebst du deinen Oberkörper ein Stück an. Die Kraft kommt nicht aus den Händen, die kannst du mit anheben. Leg dich wieder ab mit der Einatmung. Atme aus, heb an. Atme ein, senk ab. Atme aus, heb an. Atme ein, senk ab. Sehr gut. Beim nächsten Mal heb ein Bein mit an. Senk ab. Wechsel die Seite. Lang gestreckt und mit Bauchspannung hebst du an. Die Kraft kommt aus dem unteren Rücken und deswegen ist die Bauchspannung auch so wichtig. Heb an, in deinem Atemrhythmus anheben und absenken. Einmal mehr jede Seite. Schön die Schulterblätter zusammenziehen. Und jetzt darfst du etwas Kraft in die Hände geben und dich etwas höher schieben. Dreh dich auf, schau nach hinten zum Fuß, komm wieder tief. Ausatmen, schieb dich nach oben, schau nach hinten, rotier ein bisschen in die Seite. Atme aus, schieb dich hoch,
Atme ein, senk ab. Einmal mehr jede Seite. Im Fluss der Atmung. Und wenn du wieder hier angekommen bist, guck in die Hände, schieb dich nach oben mit Bauchspannung und komm noch einmal auf die Ferse. Arme lang, leg dich zwischen die Arme rein. Wieder die Knie etwas weiter auseinander, die Fußspitzen zusammen. Leg dich ab. Atme tief ein und aus. Atme tief ein und wieder ausatmen. Roll dich wieder nach vorne. Leg die Beine wieder näher zusammen. Leg dich langsam zwischen die Hände ab. Und schieb dich mal hoch. Zumindest mal eine kleine Kobra. Wenn du magst, auch gerne etwas höher. Bleib hier für einen Moment. Und wenn sich das gut anfühlt, schaukel mal dein Becken so ein bisschen hin und her. Halte wieder an. Und leg dich langsam wieder an die Matte ab. Atme ein. Und mit der Ausatmung schieb dich nach oben in den Vierfüßler. Hol die Knie unter die Hüfte, die Hände unter die Schulter. Dein Rücken ist lang. Und jetzt kommen wir mal etwas in die Katze. Schieb dich mal nach oben. Fang gerne klein an. Und lass den Rücken durchhängen, wenn sich das für dich gut anfühlt. Lass die Bewegung fließen und vielleicht etwas größer werden. Schieb dich nach oben in die Katze und lass los, häng langsam ein bisschen durch. Die Ellenbogen bleiben leicht gebeugt, sodass du auch hier Bauch die Spannung hast. Atme ein und aus. Sehr gut. In deinem eigenen Rhythmus, in deinem Tempo, in die Katze und in die Kuh. Lass ganz viel Platz zwischen Schulter und Ohren. Und dann schieb mal deinen Rücken so, dass du gerade bist. Und jetzt lass mal deinen Rücken in die andere Seite bewegen, und zwar hier seitlich. Du ziehst Schulter und Becken zusammen und wieder gerade. Und dann biegst du dich zur anderen Seite. Ja, das ist eine Biegung in der Längsachse deiner Wirbelsäule. Die Schulter zieht zum Becken. Eine Seite wird länger, die andere wird kürzer. Streck dich lang und wechsel die Seite. Bieg dich in die Seite. Spür die Kraft, spür die Dehnung. Atme aus. Bieg dich in die Seite. Atme ein, werde wieder lang. Ellenbogen leicht gebeugt. Eine Seite verkürzt sich, die andere wird länger. Wie ein Ziehharmonika-Bus, der um die Kurve fährt. Einmal mehr jede Seite. Und dann bleib wieder hier. Und wir verknüpfen die beiden letzten Übungen mal. Das heißt, du probierst mal aus, was deine Wirbelsäule alles so macht. Du biegst dich in die Seite und gleichzeitig nach oben. Richtig mal durchkneten, durchmodellieren.
in alle Richtungen. Auch gar nicht unbedingt im Kreis oder ganz so, wie du dich jetzt mal durchkneten möchtest. Probier mal aus. Ellenbogen leicht gebeugt. Und dann komm langsam wieder in die Katze. Schau durch die Beine durch. Bleib einen Moment hier. Gib mal den Po nach hinten auf die Ferse. Schieb dich langsam wieder zurück nach oben. Und lass deinen Rücken dann lang werden. Komm im Körperschwerpunkt nach hinten, löst mal die Hände vom Boden. Einen Fuß auf. Atme nochmal tief ein und aus. Und dann kommen wir zurück in den Stand. Und holen unseren Tennisball. Trink gerne einen Schluck zwischendurch. Hol deinen Tennisball ran. Wenn du dich ein bisschen wackelig fühlst, kreislauftechnisch, dann hol dir irgendeinen Stuhl oder stabilisier dich mit zwei Fingern an der Wand. Es geht jetzt nicht um die Balance, es geht darum, dass wir mit dem Tennisball noch ein bisschen unsere Faszien bearbeiten. Und wir werden uns heute auf die Füße konzentrieren. Deshalb hol dir mal den Tennisball unter den rechten Fuß. Und fang mal an mit etwas weniger Druck unter der Fußsohle den Ball nach vorne und hinten zu rollen. Fang leicht an. Genau, roll mal die ganze Fußsohle ab. Genau, stehen auch mal unter den Ballen, unter den Zehen und unter der Ferse. Und verstärkt den Druck, dein Standbein darf leicht gebeugt sein. Und spür mal, ob es irgendwo einen Punkt gibt, der etwas mehr schmerzt. Dann darfst du da kleiner drauf rumrollen, in Bewegung bleiben, mit etwas mehr Druck diese Stelle bearbeiten. Oder auch mal stehen bleiben und mal richtig feste mit Druck da arbeiten dran. Wenn du eine Stelle gefunden hast, dann quäle die ruhig ein bisschen. Auch das bringt im Körper was in Bewegung. Du weißt, die Füße am Punkt, das sind Referenzpunkte zu Körperregionen. Und wenn da irgendwas verkrampft ist oder nicht ganz optimal, dann spürst du das an den Füßen. Einen guten Fußmasseur, der kann auch Probleme im Körper erkennen, durch die Druckmassage, durch die Fußreflexmassage kann man da auch ganz viel positiv beeinflussen. Genau. Roll wieder ein bisschen mit mehr Bewegung auch über die Stelle drüber, die du jetzt vielleicht ein bisschen mehr bearbeitet hast. Schön wieder die Bewegung, den Ball in den Fluss bringen, nach vorne und hinten rollen, um die Ferse, um die Zehen, unter den Ballen. Denn das, was wir jetzt vielleicht gelockert haben durch das etwas mehr Drücken, das darf jetzt wieder in Bewegung kommen, dass es auch hier abtransportiert werden kann. Genau. Schöne große Bewegung. Darfst den Druck wieder ein bisschen reduzieren. Immer weniger Druck auf den Ball. Schön großflächig mit wenig Druck nach vorne und hinten rollen, innen, außen. Und dann stell dich gerne auch mal wieder mit beiden Füßen an den Boden. Spür mal den Unterschied. Jetzt fass die Fußmuskulatur an,
belangt und spür einfach mal, wie sich die Füße jetzt unterschiedlich anfühlen, ob sie sich unterschiedlich anfühlen und wo es sich besser anfühlt, wahrscheinlich der, der jetzt gerade massiert wurde. Nimm es noch einen Moment wahr, atme noch einmal tief ein und aus. Und dann wechsel die Seite, die jetzt auf den bereits massierten Fuß und lass deinen Ball mit wenig Druck erstmal nach vorne und hinten rollen. Erstmal die Fußsohle langsam dran gewöhnen, erstmal langsam aufspüren, wo vielleicht nachher ein Punkt ist, den du massieren möchtest. Und es kann jetzt am linken Fuß, am anderen Fuß ein ganz anderer Punkt sein. Ist durchaus möglich, sogar sehr wahrscheinlich. Und wenn dich jetzt interessiert, Fußreflex zur Massage, schau mal, im Internet gibt es richtige Landkarten für die Füße. Da kannst du lokalisieren, welchen Punkt du vielleicht gerade ungefähr bearbeitet hast, welcher Bereich vielleicht ein bisschen angespannt ist. Manchmal ganz witzig. Und wenn du dann nachher schon nachschaust, dann wird dir vielleicht auch klar, ja klar, also hier habe ich schon die ganze Zeit Probleme, vielleicht nur der Nackenbereich, Lendenwirbelsäule sind ja so die typischen Sachen. Oder du hast eine Verletzung irgendwo oder. Also hier kannst du über die Füße ganz viel für deinen Körper tun. Und du weißt, die Faszien enden an den Füßen und durch die Massage dieser Faszien werden Verklebungen in den Faszien gelöst. Und um das abzutransportieren, bringen wir hier diese Verklebungen auch so ein bisschen in Bewegung. Du hast vielleicht mittlerweile schon einen Punkt gefunden, den du ein bisschen mehr bearbeiten möchtest. Mach das gerne, kleine Rollen mit etwas mehr Druck. Auch vielleicht mal kurz an der Stelle bleiben und richtig feste drücken. Es gibt übrigens auch eine Steigerung zum Tennisball. Und zwar ist es der Golfball, wenn es richtig heftig ist oder wenn du das gewohnt bist, auch mal deine Füße, deine Faszien in den Füßen zu massieren, dann probier es mal mit dem Golfball. Richtig gemein, tut richtig, richtig weh. Und ist aber halt auch sehr effektiv. Genau. Bring jetzt wieder ein bisschen mehr Bewegung da rein. Bitte ein bisschen weniger Druck auf den Ball. Wenn dich das Thema Faszien interessiert, es gibt ganz tolle Sendungen auch beim Bildungswerk zum Thema Faszien, Faszienmassage, Fasziengymnastik. Und hier haben wir auch schon mal etwas größer flächig die Körperregionen abgerollt. Also wenn du da jetzt spürst, dass du da ein bisschen mehr tun möchtest, klick dich ruhig mal durch bei Bildungswerk Live. Auf der Website kannst du auch Themen eingeben und suchen. Und jetzt roll wieder mit ganz wenig Druck die Fußsohle ab. Mal überall hinrollen, dass wieder alles in Bewegung kommt, was wir jetzt vielleicht gelockert haben. Und dann nimm langsam den Druck ganz weg vom Ball. Und komm nochmal vor deiner Matte zum Stehen. Genau. Was hat die Faszie für Auswirkungen auch auf deine Fastentätigkeit? Genau, also deine Faszien, die durchziehen den ganzen Körper, das weißt du vielleicht. Und wie gesagt, habe ich gerade eben schon mal erwähnt, es gibt da Verklebungen, ja, durch zu viel Training oder auch im Alltag, wenn die Muskeln einseitig oder stellenweise zu viel gebraucht werden. Es gibt ja Muskeln, die arbeiten im Alltag sehr, sehr viel. Und da gibt es oft Verklebungen. Das haben wir auch hier, Schulter-Nackenbereich. Und oftmals sind es gar keine Probleme in den Muskeln oder in dem Gelenk selbst oder in der Wirbelsäule,
sondern Verklebungen von den Faszien. Und dieser Tennisball zum Beispiel kann dir helfen, auch die Wirbelsäule nach oben, von oben nach unten durchzurollen, verschiedene Partien damit zu lockern. Also Tennisball tatsächlich auch richtig gut für die oberen Muskeln in der oberen Wirbelsäule, Schulterpartie. Da einfach an die Wand stellen, den Ball und dann mal ordentlich durchrollen. Genau, diese Faszien, diese Verklebungen werden mit dem Tennisball gelockert. Und dann kann es durch deinen Kreislauf, durch deinen Stoffwechsel wieder abtransportiert werden. Auch das hilft dir in der Fastenzeit, deinen Körper zu entschlacken. Also mach das gerne. Und ja, beweg dich erstmal zu Beginn der Fastenzeit langsam. Dein Körper muss sich ein bisschen darauf einstellen, dass er vielleicht nicht so viele Nährstoffe bekommt, gerade wenn du auf Süßes verzichtest, auf Zucker verzichtest, vielleicht Kohlenhydrate etwas reduzierst. Oder die erstmal in die erste Tageshälfte schiebst, dann kann es sein, dass du am Abend so ein bisschen in ein Defizit gehst, was die Kohlenhydrate angeht. Da muss dein Körper erstmal mit klarkommen. Also Belastungsphasen erstmal etwas sanfter, etwas moderater. Und wenn sich dein Stoffwechsel langsam angepasst hat, versuch es ganz vorsichtig zu steigern. Und so kannst du spüren, so kannst du merken, ob dein Körper schon bereit ist, mehr zu tun. Natürlich ist es gut, wenn du dich moderat bewegst. Auch das bringt den Stoffwechsel in Schwung und hilft dir, überflüssige, vielleicht auch überflüssige Funde loszuwerden. Genau. Ich hoffe, euch hat meine Sendung heute gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Klickt euch gerne nochmal rein in der Fastenzeit, Faszienzeit, um die eine oder andere Übung nochmal zu wiederholen. Genau. Ja, Claudia. Prima. Vielen Dank, Petra. War wie immer wieder sehr schön und sehr lehrreich. Ja, alle unsere Sendungen findest du im Relive auf www.bildungswerk.live. Dort findest du auch das aktuelle Programm. Die nächste Sendung gibt es morgen um 12.30 Uhr, 45 Minuten, Künstliche Intelligenz für deinen Sportverein mit Marco Fusaro. Auch hier gerne nochmal einschalten. Ansonsten sehen wir uns, hoffe ich, bald wieder. Und bis dahin bleibt gesund und fit und fastet schön. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.